Auf dem Weg zu Lukas. Janine Brandt holt den 12-Jährigen aus dem Alltag. Hallo, hi, zwei. Wie geht's euch? Ja, danke, gut. Gut, ja. Schön, freut mich. Seine alleinerziehende Mutter hatte Depressionen und konnte sich nicht mehr richtig um ihre zwei Söhne kümmern. Sie lag herum und die Medikamente machten sie gefühllos, erzählt sie. Ich konnte mir die Zeit nicht nehmen, weil ich ja halt eben krank war. Und das hat sich halt so ausgeübt, dass ich ja mit den Kindern nichts machen konnte. Die Kinder waren zurückgezogen, die waren teilweise traurig. Ja, ihnen ging es halt nicht gut, weil sie von einer gesunden, fröhlichen Mutter, die alles mit ihnen unternommen hat, auf einmal ja eine regungslose Mutter. Da hatten die gar nichts mehr mit ihnen gemacht. In Fällen wie diesen vermittelt der Sozialdienst katholischer Frauen in München Patinnen und Paten. Einmal die Woche verbringt Janine Brandt einen Tag mit Lukas. Da geht es einfach darum, eine gute Zeit zu verbringen. Einfach ein bisschen Spaß zu haben, mal in den Tierpark zu gehen oder mal ins Kino zu gehen. Das sind so Sachen, die die Eltern oft nicht schaffen. Seit 4,5 Jahren ist sie seine Patin. Ihr eigener Sohn Sascha ist beim Spielen oft dabei. Als stabile Bezugsperson soll sie Vertrauen aufbauen und das Risiko verringern, dass Lukas selbst krank wird. Denn Kinder geben sich oft die Schuld an den Problemen der Eltern und ihnen fehlt ein Ansprechpartner für Tabuthemen wie Depressionen. Ich war also sehr schüchtern. Ich habe mich keinem sozusagen angetraut, weil es gab für mich sozusagen nur Mama, also meine Mutter. Aber die konnte da auch nicht richtig für mich da sein, da sie ja unter Depressionen gelitten hat. Und ja, ich finde es toll, eine Patin zu haben. Da kann man dann auch mal zu Hause lachen, wenn man hier auch lacht. 40 Patinnen und Paten kümmern sich in München um die Kinder psychisch Erkrankter. Oft beginnt die ehrenamtliche Patenschaft im Kleinkindalter. Ein Ende ist nicht festgelegt. Also wegen uns muss das nicht auseinandergehen, auch nicht, wenn er erwachsen ist. Ja? Also ich denke, wir haben so eine enge Beziehung. Ich gehe davon aus, das kann sich immer anders entwickeln, aber ich gehe davon aus, dass wir immer in freundschaftlicher Verbindung bleiben werden. Also das ist aus meiner Sicht eine Freundschaft fürs Leben. Einen Tag unbeschwert Spaß haben. Auf dem Heimweg besprechen Janine Brandt und Lukas, was sie nächste Woche unternehmen.